Hallo Leute, seit gestern haben wir ja in der präsentierten Serie die Tumbleweed-Serie. Das sind alles Dinge, die in Tumbleweed abgehen und das könnt ihr eine Woche lang spielen und bekommt natürlich dreimal Gold und dreimal Dollar dafür. Aber seit heute Nacht schaut das Ganze so aus, viele Spieler, die über Schnellbeitritt da reingehen wollen, sehen diese Nachricht. Dieses Spiel ist gerade kaum spielbar. Und die komische Nachricht heißt dann immer, dieses Spiel ist nicht mehr verfügbar. Das ist nur eine komische Ausdrucksweise. Dieses Spiel ist natürlich noch verfügbar. Es ist nur gerade überlaufen, das kann ich euch sagen. Das kommt sehr gut an bei den Spielern. Das wird sehr gut genutzt. Und deswegen ist es da rappelvoll drin. Und viele wollen einfach in Zielrennen rein oder in Shootout rein oder in Most Wanted zum Beispiel. Das sind die drei Sachen, die ich heute spielen konnte, denn ich war heute drin. Ich habe zum Beispiel, wie ihr gerade seht, zweimal Zielrennen gemacht und es gibt da einen kleinen Trick, wie ihr da reinkommt. Also ihr müsst einfach über Online gehen. Wenn ihr über Online geht, dann habt ihr größere Chancen, da reinzukommen. Wie das funktioniert, zeige ich euch gleich. Dazu könnt ihr natürlich auch aus dem Free Room heraus gleich mal unter Online in die Serienspielliste reingehen. Und da findet ihr ruckzuck Tumbleweed Serie und könnt das anwählen und meistens klappt das auch. Einmal hat es nicht funktioniert bei mir, da habe ich einen Black Screen gehabt mit Revolvertrommel, aber von drei Versuchen haben zwei funktioniert und ich war mehrmals drin heute und ich habe dann Rennserie auch abgeschlossen zweimal. Und naja, 0,24 Goldbarren und ein bisschen Dollar habe ich rausgeholt, ist nicht schlecht. Aber wie gesagt, über Schnellbeitritt scheint momentan gar nichts zu gehen, weil die meisten Spieler versuchen es darüber. Und ich habe halt über Online zweimal das Glück gehabt, da reinzukommen. Und ich möchte mich bedanken, dass ich heute früh die Nachricht gleich bekommen habe. Danke an German Gamer YouTube. Das war nett von dir, dass du mich da gleich heute früh informiert hast. Und ich habe dann, wie ich dir versprochen hatte, gleich mal nachgeschaut. Und es war wirklich so, es gibt Riesenschwierigkeiten, wie ihr gerade gesehen habt hier im Video. Und deswegen mache ich hier ein schnelles Video, um euch zu informieren, was da mal wieder los ist. Wenn ich Zeit habe, dann denke ich dran, war heute früh, ja, bisschen schockierend für mich, weil ich habe heute auch gar nicht so gut geschlafen. Bin mitten in der Nacht von einem bösen Traum aufgewacht. Was habe ich da geträumt? Ich habe ein riesen Brötchen gegessen. So ein Brötchen so groß, dreimal so groß wie mein Kopf. Und war irgendwie ganz blöd. Und dann bin ich aufgewacht und hatte mächtig Durst. Und mein Kopfkissen war verschwunden. Und ich weiß auch nicht, was da passiert war, aber jedenfalls sehr blöder Traum. Und dann sagt meine Freundin noch, die hat dann das Licht angemacht, sagt, du hast ja da so eine Feder im Mund. Und ich habe keine Ahnung, was das für ein blöder Traum war. Jedenfalls, manchmal träumt man halt so blöd. Und ja, Kopfkissen ist immer noch weg. Wir suchen das immer noch. Keine Ahnung, wo das ist. Aber wie gesagt, nutzt das heute, kommt da irgendwie rein. Und ich wünsche euch da viel Glück dabei, dass ihr da irgendwie in diese Serie reinkommt, in die Tumbleweed-Serie, und viele nutzen das jetzt natürlich und machen dann, wie ich zum Beispiel, auch natürlich die täglichen Herausforderungen da drin und erledigen die anderen Spieler dreimal mit dem Gewehr. Sollte auch kein größeres Problem sein und versucht es einfach über Online da reinzukommen, ist besser als über Schnellbeitritt. Ich denke mal, das ist alles ziemlich überrannt, weil Rockstar hat sich das Ganze wahrscheinlich so gedacht, jetzt ist der Schatzkartenglitch unterwegs, wo man etliches Gold machen kann, und ja, wir steuern irgendwie dagegen, weil wir können das jetzt nicht wegfixen, funktioniert wahrscheinlich nicht, genauso wie der Trick mit den Lobbywechsel, wo man die Lobby wechselt vor Ort und dann findet man jede Menge Sammlerstücke, das fixen sie auch nicht weg, kriegen sie wahrscheinlich nicht gefixt. Und so sieht es wahrscheinlich mit Schatzjäger aus. Und ich denke, über kurz oder lang, wenn sie das nicht wegkriegen, werden sie vielleicht erstmal den Schatzjäger
aus dem Spiel rausnehmen, weil das können sie sich nicht anschauen, dass das so weiterläuft, dass da alle Leute 20 Schatzkarten am Tag machen und so. Das geht natürlich nicht. So, Leute, kurze Info war das heute und ich sag mal, ciao.